und ich muss mal pissen mit dem Bagger. Das ist doch lächerlich. Mit dem Superball. Ach, schau. Ich schau. Ja, was, Vogel? Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freiheit. Ich gebe jetzt schön einen Keulen. Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zu Beanstalk Nummer 84. Mit mir dabei heute der Stefan. Hallo. Und der Flo. Hi. Na? Ist jetzt schon der zweite Anlauf, können wir, denke ich mal, auch so den Zuhörern schon spoilern. Deswegen. Bei uns funktioniert immer alles auf Anhieb. Ja, eben. Wir sind ja nicht bei Rocket Beans TV. Ihr habt eben einen super Off-Topic-Talk auf jeden Fall verpasst. Den werden wir nicht mehr replizieren können. Gott sei Dank. Denke. Das stimmt allerdings. Das hast du natürlich die Leute heiß gemacht. Auf ich unsere, weiß nicht mehr, worum es geht, also so gut war es nicht. Wir haben auf jeden Fall unsere mathematischen Skills zur Schau gestellt. Ach ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ah ja. Nee, ich würde sagen, wir springen. Ach nee, wir wollten noch den kurzen Hinweis geben. Falls ihr das Interview mit Arno nicht gehört habt, könnt ihr da einmal auf unseren YouTube-Kanal gehen. Ist auch gestern im Blog gefeatured worden, was uns sehr gefreut hat. Und kleiner Hinweis an der Stelle noch, falls ihr es bisher noch nicht gehört habt, es wurde am 12.12. aufgezeichnet. Das heißt, ist schon ein bisschen älter, einige Sachen vielleicht nicht mehr aktuell oder mittlerweile schon angekündigt. Ging leider nicht früher. Also wir Und es ist halt auch wichtig zu wissen, dass es halt im letzten Jahr aufgezeichnet wurde, weil Arno manchmal sagt, nächstes Jahr. Und dann meint er natürlich nicht 2021, sondern 2020. Ja, und die Weihnachtsgrüße und so kommen auch ein bisschen seltsam. Ja, so, vielleicht mancher hört es vielleicht erst im Dezember. Gut, dann passt wieder. Ja, das stimmt. Und gut und schon so, naja, ihr wisst schon. Ja, das ist auf jeden Fall das kleine Hinweis. Macht man so vor Ostern. Sorry. Ja, war's nicht. Ja. Da gab es auch mal irgendein Zitat, was lange im RBTV-Kosmos rumgegeistert ist. Wir wünschen XY ein schönes Jahr 2020 oder ja. so. Ja. In welchem Zusammenhang war es denn nochmal? Die Aussage kam auf jeden Fall von Michel Petrescu, aber ich weiß nicht mehr, wer es gerichtet war. War das nicht an, ich hätte jetzt fast gesagt an Michael Thiel, aber vielleicht. Oder Ralf Gunesch, habe ich irgendwie so im Hintergrund. Ja, nee, auf jeden Fall, also ich meine, es war auf jeden Fall irgendwann, hat er irgendwas mit einer in Anführungszeichen Absetzung oder Pausierung. Ja, okay, dann kannst du Therapie gewesen sein. Ja, ich glaube, irgendwie so. Naja, egal. So, Highlights. Stefan, fang an. Ja, mein Highlight der vergangenen beiden Wochen war das Endgegner zu King of Queens. Da war Valentin der Endgegner. Mara und Anton die Herausforderer, Andreas wie immer der Moderator und die Folge hat mir besonders gut gefallen, weil diesmal wirklich alle vier, also hatte zumindest so den Eindruck, dass alle vier relativ gut in der Materie sind, auch Andreas, der bei anderen Themen manchmal nur die Fragen wirklich nur abliest, aber keine Ahnung hat, was er da eigentlich fragt und diesmal hat er eben auch selbst gewusst, wovon er spricht und das hat dem Ganzen gut getan und eben, dass die drei Kandidaten auch wirklich viel Ahnung hatten und es da häufig auch nur um Schnelligkeit ging. Also eine sehr, sehr schöne Folge Endgegner und genauso, wie ich mir das vorstelle, also dass die Leute eben viel Ahnung in der Materie haben und nicht dann nur mal hin und wieder mal eine Folge gesehen haben, jetzt in dem Beispiel. Ja. Ich habe es jetzt leider nicht gesehen, aber ich kann sagen, Endgegner selber ist so ein bisschen bei mir ein Format, was ich irgendwie nicht so gerne schaue. Ich kann es gar nicht so richtig erklären, also es gibt jetzt nicht wirklich was mich jetzt explizit stört. Es ist einfach nicht, spricht mich jetzt einfach nicht so an, aber ich glaube, so nach deiner Ausführung habe ich auf jeden Fall Bock, mir zumindest das mal anzugucken, weil ich auch King of Queens natürlich ein paar Kenntnisse habe. Und wenn das alle haben, die dran teilnehmen, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch nochmal wirklich ganz, also nochmal ein bisschen besser ist, als es normal wäre. Ist euch mal aufgefallen, dass King of Queens, ich hoffe, ihr macht mir jetzt nicht meine Beobachtung kaputt, jeder kennt King of Queens, jeder hat früher auf RTL 2 King of Queens oder es lief dann ja auch mal auf Kabel 1, ist dann wieder zurück zu RTL 2, hat einfach King of Queens hoch und runter geschaut, aber fast niemand kennt das Ende. Ist, glaube ich, korrekt. Also ich kenne es auch nicht. Also boah,
Ende bei Sitcoms ist sowieso immer ein bisschen schwierig. Aber ja, aber es hat ein Ende. Es hat wirklich ein richtiges, abschließendes Ende. Okay. Nee, also Ich muss auch sagen, dass King of Queens bei mir so eine Serie ist, die ich echt cool finde und echt gut finde, aber wo ich nicht viel am Stück gucken kann. Also ich kann vielleicht so 2-3 Folgen hintereinander gucken und dann ist es mir zu dumm. Dann muss ich erstmal was anderes machen und kann dann erst am nächsten Tag oder so weiter gucken. Also es ist für mich keine Serie, die man bingen kann, sozusagen. Nee. Ist vielleicht auch nicht ganz so gut gealtert, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch länger keine Folge mehr gesehen. Mhm. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, guckt euch auf jeden Fall mal das Ende an. Ist eins der besten Sitcom-Enden, meiner Meinung nach. Okay. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Gut. Das einzige Sitcom-Ende, was mir so spontan einfällt, ist das von Roseanne. Und das wurde dann im Nachhinein wieder rückgängig gemacht. Ja, ja. Mit der Neuauflage. Ja, obwohl die Neuauflage ja jetzt auch mit ihr schon wieder... Ja, ja, klar. Wie heißt sie? Nicole Barr? Oder wie heißt sie? Roseanne Barr. Sie heißt doch Roseanne. Ach so, stimmt. Wie heißt die Schauspielerin? Roseanne Barr. Heißt sie so? Ja. Die Serie heißt wie die Schauspielerin? Nein, die Serie heißt nur Roseanne. Und sie heißt im wirklichen Leben Roseanne Barr. Ganz sicher. Ah, okay. Ja, gut. Also ich habe schon ein paar Sitcom-Enden mitbekommen. Also ich weiß nicht, also hier natürlich How I Met Your Mother, das ist ja sehr kontrovers gewesen. Das habe ich nie verfolgt, How I Met Your Mother. Dann auch zum Beispiel Two and a Half Men habe ich auch das Ende gesehen. Aber ich glaube dann, achso, und natürlich hier According to Jim, also immer wieder Jim auf Deutsch, glaube ich. Das habe ich auch gesehen. Aber dann hört es, glaube ich, auch langsam auf. Also viel mehr, also auf jeden Fall habe ich das King of Queens Ende nicht gesehen, das steht fest. Naja, gut. Haben wir nach der Folge was zu tun. Ja. Ich gucke According to Jim und du guckst King of Queens. Genau. Hätten wir das abgehakt. Ja. Habt ihr bei den Highlights aber gehabt? Es ist noch kein Serienpodcast, ne? Also nee, leider nicht. Leider nicht. Ja. Soll ich mal weitermachen mit meinem Highlight? Mach das mal, genau. Ja. Ich hatte am Mittwoch sehr viel Spaß und zwar mit Bild Unschön oder wie Fabian es gesagt hat, Bild und Schön. Nein, war es nicht. Ja. Also wirklich, die Katjana und Fabian sind einfach eins der besten Duos meiner Meinung nach, die es geben kann. Wer das Format nicht gesehen hat, es ging im Prinzip darum, dass sie etwas genannt bekommen und das dann zeichnen müssen. Also es war so zum Beispiel Freiheitsstatue oder Dagobert Duck oder Chicorée oder was war das letzte? Ich weiß es gerade nicht mehr ganz. Auf jeden Fall. Ja, warst du? Kleiner Insider, nein. Das war ein kleiner Insider. Hey, also auf jeden Fall ein sehr schönes Format. Sehr klein gehalten. Der Chat hat dann am Ende abgestimmt, wie gut. Ach ja, Pfandflaschenautomat gab es noch. Und dann gab es noch irgendeins. Ein Wort. Und der Chat hat am Ende abgestimmt, wer besser gezeichnet hat. Und also erstmal muss man sagen, beide sind wohl die schlechtesten Zeichner, die es auf diesem Planeten gibt. Also das würde ich noch für mich beanspruchen, aber... Bei Fabian wundert mich das wenig nach diversen Auftritten als Montagsmaler. Ja, das war auf jeden Fall absehbar, aber auch Katjana hat, glaube ich, den schlechtesten Dagobert Duck gemalt, den ich jemals gesehen habe. Okay. Der fand ich so ungefähr sieht der aus und ich denke mir so, nein. Hatte irgendwie so Hundeohren. Hatte eine Schleife im Haar. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist nicht Dagobert Duck. Oder auch Katjana wusste, glaube ich, nicht, was ein Chicorée ist. Also so ein China-Kohl-Salat quasi. Und hat einfach so zwei Peperoni gemalt. Nee, also ich finde, die beiden haben eine super Chemie zusammen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe sehr viel gelacht dabei. Und absolute Schauempfehlung. Okay, dann werde ich das nachholen. Ja, also ist aber nichts, was... Sag du erst. Ja, also wäre jetzt für mich nichts, was irgendwie in Serie gehen sollte. Also so, das ist halt, das war ja Ersatzprogramm für Bad Deals, beziehungsweise für NDA ja mehr oder weniger. Und das ist auch okay so. Das muss jetzt auch nicht
Das reicht auch so. Also so auf dem, jetzt kein, auf dem Niveau wie Anrufbeantworter oder so, was man mal machen kann, aber eben nicht regelmäßig. Ja, Anrufbeantworter finde ich zum Beispiel sehr langweilig. Deswegen, ja, aber das fand ich Bild und schön, fand ich besser. Okay, ja, also Anrufbeantworter ist für mich auch so ein typisches Ausfallersatzprogramm. Eben ein paar Leute, die da sitzen und dann die Anrufe halt entgegennehmen. Und dann ist dieses Bild unschön eben, wenn nur zwei übrig geblieben sind. Naja. Ja. Naja, also auf jeden Fall die Zeichenkünste der beiden. Ja, ja. Ich hab's jetzt nebenher nur gesehen, weil wir, das war im Prinzip, hatten wir das so im Hintergrund ein bisschen laufen während des Stammtisches, also BTV-Stammtisches diese Woche. Und ich muss ehrlich sagen, also ich glaube, wenn ich das jetzt nicht, also wenn ich jetzt selber entschieden hätte, hätte ich das nicht weitergeguckt. Ist nicht so, hat mich nicht so angesprochen. Aber es war schon, es hatte witzige Momente. Aber ich bin auch nicht so der größte Fan von Fabian und Katjana. Also beide treffen meinen Humor nicht so richtig oder nicht so häufig. Deswegen sind beide, ich finde beide gut, aber halt nicht so gut. Okay. Das ist ja eine Frechheit. Nun. Hast du dann dein Highlight, Flo? Ja, ich habe tatsächlich, ist ganz typisch für mich, natürlich lange drüber nachgedacht, kurz bevor die Sendung losging. Nein, ich habe echt viel gesehen oder besser gesagt gehört in den letzten Wochen. Immer halt als Podcast dann meistens, aber eben Bundesliga und Kino Plus oder Bundesliga International und dann vielleicht noch ein bisschen Game Talk und so. Und es fällt mir schwer, da ein Highlight auszumachen. Ich würde jetzt einfach der Einfachheit halber Bundesliga neben von dieser Woche, weil ich fand, dass Manuel Thiele ein wirklich guter Gast war, auch wenn er Bayern-Fan ist. Aber naja, aber so an sich war wirklich ein entspannter, angenehmer Gast und hat, finde ich, die Sendung bereichert und vor allen Dingen, was natürlich gut war im Vergleich zur Folge mit Fabian Döhler in der Woche davor, ist natürlich, Tobias Escher wieder da war. Und der fehlt natürlich sehr, wenn er mal nicht dabei ist. Ja, das stimmt. Also Auch wenn ich sagen muss, Ralf und Döli haben das auch ganz gut abgefangen. Aber ja, trotzdem fand ich die Folge dann doch besser. Hattest du den Gast vorher schon? Weil mir hat der Name überhaupt nichts gesagt. Vom Namen her ja, aber ich hätte ihn jetzt nicht zuordnen können, okay, zu irgendwas. Mhm. Ja. Das, ja, war's dann mit den Highlights. Ich habe die Folge auch gesehen, aber ich weiß gar nicht, kann da auch nichts mehr ergänzend sagen. Ja, es ist halt auch so ein Highlight, glaube ich, wo man nicht viel drüber, man kennt Bundesliga mittlerweile. Ja, und man eben kann eigentlich nur immer wieder dasselbe sagen. Ja, solange da nichts Außergewöhnliches passiert. Ja. Genau. Was ich aber vielleicht noch eine Sache, so quasi honorable Menschen, aber das war jetzt nicht so, ich habe das halt jetzt heute Morgen noch geguckt. Es gab ja wieder ein Messerlöffel Gäbel. Ich glaube, mit diesem vegetarischen Produkten. Ja. Mhm. Stimmt, und das hatte ich auch gesehen. Das fand ich an sich sehr interessant, aber es hat nicht zu meinem Highlight gereicht. Ja, diesmal war die Folge auch ein bisschen schwieriger, weil es eben verschiedene Kategorien waren. Also das einzige übergreifende war eben Veggie. Genau. So, nur damit das auch erwähnt ist, weil es sonst nämlich nicht vorgekommen wäre. Ja. Dann können wir zum News-Teil übergehen, oder? Ja. Denke ich schon, ja. Ja. Ganz natürlich vorweg, das Wichtigste zuerst quasi, die Content-Evaluation 2020 läuft aktuell und ihr könnt noch bis zum 14.02. da mitmachen. Muss ich noch machen. Solltest du tun, Stefan? Ja, werde ich auch. Ist wie jedes Jahr, denke ich mal, ein wichtiger Aspekt für die Community und für den Sender zugleich. Also wer da noch nicht mitgeklickt hat, auf jeden Fall mal im Forum eben suchen. Und ich glaube, Lisa hat da auch in einem Moin Moin kurz darüber gesprochen. Ja, in einem Freitags-Moin Moin mit Florentin zusammen. Mhm. Ja. Auf jeden Fall abstimmen bis zum 14.02. Also ihr habt, wenn ihr die Folge hört, noch knapp die Woche dann Zeit. Also bis dem Freitag, glaube ich, oder? Ja, müsste wieder Freitag sein. Mal gerade gucken. Ja, 14. Also gefühlt, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe sehr lange dafür gebraucht. Ist ein bisschen umfangreicher. Ich glaube, ich habe eine Dreiviertelstunde gebraucht ungefähr.
angegeben sind, glaube ich, 30 Minuten. Ich habe mir aber auch sehr viel Zeit dafür gelassen. Also wenn ihr Lust habt oder mal die Zeit findet, solltet ihr es auf jeden Fall tun. Mhm. Wobei, weil du jetzt gerade gesagt hast, wie jedes Jahr, die letzte Content-Evaluation gab es, glaube ich, 2017 oder so. Also so diese großen, wo der Inhalt abgefragt wird, die sind nicht so häufig. Ja, stimmt. Es gab die Community-Evaluation noch zwischendrin. Genau, und dann gab es ja noch diese kleine bezüglich Werbung und so. Aber jetzt so eine große über Content gab es jetzt die letzten 3 Jahre nicht. Ja, stimmt. Ist auf jeden Fall ganz interessant aufgebaut, finde ich. Es gibt, ich glaube, die erste Seite ist einfach, warte, ich klicke mich mal gerade rein. Die zweite Seite ist es, glaube ich, die einfach extrem lang ist. Ja. Also wo man wirklich 20 Minuten mit verbringen kann, irgendwie was anzuklicken. Da hätte man vielleicht ein bisschen hätte man vielleicht ein bisschen mehr verschieben können. Also dass man irgendwie sagt, man packt das auf verschiedene Seiten oder so. Aber du kannst wirklich über jedes Format, was da zur Auswahl steht, theoretisch abstimmen und dem eine Art im bestimmten Bereich von Punkten zuteilen. Finde ich schon ganz cool. Also ich bin auf jeden Fall auf die Ergebnisse gespannt. Ich hoffe, die sehen wir auch wieder in irgendeiner Form. In einem Moin Moin oder so. Ich fand interessant die Fragestellung dann sozusagen, gucke ich das Format lieber live oder lieber als VOD oder ist es mir egal? Weil ich tatsächlich da noch nie drüber nachgedacht habe und dann halt so überlegt habe, okay, es gibt tatsächlich bestimmte Präferenzen, die ich bei bestimmten Formaten habe, die ich sonst eigentlich nicht hätte. Aber ich kann jetzt gerade kein Beispiel nennen, weil das halt so absurd ist irgendwie auch. Ja gut, jetzt sowas wie Bundesliga jetzt als Beispiel, da macht als VOD eigentlich keinen Sinn, außer das VOD würde schon montags ausgestrahlt werden. Siehst du, zum Beispiel Bundesliga ist zum Beispiel so ein Ding, das gucke ich natürlich lieber live, aber mittlerweile eigentlich überhaupt gar nicht mehr live, weil ich es eh immer als Podcast am Dienstag höre. Ah, okay. Ich glaube, mir wäre da Dienstag schon zu spät. Ich habe eh schon alle Ergebnisse gesehen, also von daher ist es ja, also ich meine, es informiert mich ja nicht, sondern sie reden ja nur, der Spieltag ist ja dann immer noch aktuell. Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, ich würde es, also wenn ich es montags nicht sehen kann, würde ich es dienstags oder noch später nicht mehr nachholen. Nee, da habe ich kein Problem mit. Ja, siehst du? So ist jeder anders. Ja. Naja. Aber ich sag mal, sowas wie den Oscars, ja gut, den gucke ich natürlich nur live. Ja gut, so Second-Screen-Formate. Hast du dir frei genommen? Ja, ich habe frei, am Montag und am Dienstag. Und das war jetzt eine unbeabsichtigte Überleitung, aber wir können sie eigentlich nutzen, oder? Ja. Ich glaube, zu der Content-Evaluation haben wir genug gesagt. Ja. Denn am Montag ist es wieder soweit. Also eigentlich, du hast geschrieben am 9.2., ich würde sagen am 10.2., weil es 0 Uhr losgeht. Aber das stimmt. Das ist ein bisschen Wortglauberei, sagen wir mal so. Am Montag ist es wieder so weit, da werden die Oscars verliehen in der Nacht vom Sonntag auf den Montag und es wird wieder den Oscars dazu geben und ich werde es auf jeden Fall Second Screen mäßig wahrscheinlich laufen lassen. Es ist aber bei mir, ich habe das glaube ich im letzten Jahr auch schon mal gesagt und vermutlich auch irgendwann davor schon mal, immer so, dass ich das eher so, als das ist auf jeden Fall die zweite Priorität bei mir. Also ich gucke hauptsächlich die Oscars und habe dann häufig den Oscars auch also habe da meistens den Ton dann aus, weil ich einfach sonst nicht verstehe, was bei der Hauptveranstaltung abgeht. Und wenn dann mal Werbung ist oder so, dann schalte ich den Oscars halt laut. Ja. Genau, vielleicht noch zur Vollständigkeit sei erwähnt, das betrifft euch natürlich nur, wenn ihr die Beanstalk-Folge jetzt sehr aktuell hört, also sonst sprechen wir über die Vergangenheit. Ja, aber, das ist korrekt, Genau, falls ihr uns aktuell hört, als Hinweis dazu noch, Teilnehmer sind Schröck, Eddie, Anne, Gregor, Sandro und Matthias und die ein oder andere Bohne, die sich spontan noch dazu gesellt. Genau, im Normalfall ist es ja so, dass da relativ viele Leute dann irgendwann rumhängen. Ich denke mal, Simon wird bestimmt auch wieder dabei sein. Ja, stimmt wahrscheinlich. Ich glaube, Simon hat gesagt, er weiß nicht, ob er es diesmal schafft, weil er irgendwie montags auch Moin Moin hat. Oh, okay, na gut, das ist natürlich dann. Aber Tino Hahn wurde in der letzten Kino Plus Folge eingeladen und er hat großes Interesse gezeigt. Also da würde ich fast davon ausgehen, dass er auch da ist. Siehste, die habe ich nämlich noch nicht gehört. Antje ist leider nicht da. Ja, die hat sich auch per Tweet schon entschuldigt. Ja, das muss ich übrigens nochmal sagen, dass ich finde, dass Kino Plus sich tatsächlich im Großen und Ganzen leider nicht so 100% als Podcast eignet, aber das liegt ja irgendwo in der Natur der Sache. Wenn sie halt irgendwie
manchmal, also was sie da häufig, was mir da häufig, was mir aufgefallen ist, sie machen häufig sowas wie, sie zeigen sich irgendwas und reden dann darüber. Also es ist jetzt nicht unbedingt, dass sie einen Trailer mit dem Zuschauer, manchmal kommt auch vor, dass quasi zwischen Andy und Eddie oder so, dass quasi er zeigt ihm was auf dem Handy oder so. So, das ist dann so, Ja, allein schon das ganze Billig- oder Willig-Segment funktioniert ja nicht. Ja, das stimmt. Ja, weil man auch, das finde ich tatsächlich, ja, stimmt, da wird natürlich auch häufig nicht erwähnt, worum es überhaupt geht. Ja. Wenn du es nicht gesehen hast, dann hast du, hast du nicht wirklich einen Ansatz. Aber ja, aber es geht, also man kann sich, den Großteil kann man sich da schon sehr gut als Podcast auch anhören. Da habe ich ja jetzt meine Erfahrungen gesammelt. ja, aber Oscars, ja, es ist ja im Endeffekt jedes Jahr ungefähr gleich, aber ich freue mich, dass es das wieder gibt und ich bin da echt interessiert, auch das zumindest mit meinem View aufzuwerten. Da sind ja auch immer die Einschaltquoten erstaunlich hoch in der Nacht. Ja, das stimmt. Überraschend gut, ja. Also scheinen wirklich viele mehr Leute als gedacht sich für den Oscar zu interessieren, finde ich. Also es fällt mir immer wieder auf. Ja, also zumindest für den Oscars, ob sie sich auch für die Oscars interessieren. Ja, aber selbst wenn man das wird ja auf ProSieben übertragen, oder? Ja. Ja. Und da gibt es ja auch keine Wiederholung von. Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, die wiederholen es nochmal. Also zumindest eine lange Zusammenfassung am nächsten Tag gibt's. Genau, aber es gibt nicht die ganze Folge zum Beispiel in der ProSieben-Mediathek. Da habe ich nämlich letztes Jahr mal geguckt. Ja, das gibt's nicht. Das kann sein. Okay, keine Ahnung. Das heißt, man hat auch, also okay, wenn es die Wiederholung gibt, okay, aber man hat eigentlich nur die Möglichkeit, wenn man wirklich den Oscars parallel gucken will, wirklich auch live zu gucken. Ach so, meinst du, ja. Also, weil sonst wird es halt schwierig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ne, genau. Deswegen noch als Hinweis an der Stelle einmal. So, was haben wir noch? GTV haben wir noch. Das G steht GTV. Für Gunnar. Ach so. Nein. Genau, also Ubisoft hat sozusagen einen neuen Channel gelauncht, also mehrere. Also das nennt sich GTV, das ist, ich glaube, das G heißt einfach nur Games oder so. Also auf jeden Fall geht es darum, dass sie sozusagen verschiedene Formate auf ihren YouTube-Channels, dann, die sie dann jetzt gelauncht haben, starten, wo über Games geredet wurde oder wo es irgendwie um Gaming geht und so. Und eines dieser Formate auf dem deutschen GTV-Channel, also GTV-de ist das, glaube ich, ist, ich heißt das einfach, ich glaube, es heißt einfach nur Talk. Und das wird produziert von RBTV und moderiert von Gunnar. Und da ist die erste Folge jetzt auch raus. Und die habe ich mir auch angeguckt und da sind Fabian Siegesmund und Gregor Katsios zu Gast. Das wird auch, das kann man vielleicht noch als Information sagen, es wird auch aufgezeichnet in den Hallen von RBTV, sozusagen in einem Studio. Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt die erste Folge gesehen, ich fand es eigentlich ganz gut. Ich bin auch interessiert prinzipiell an diesem Format, das jetzt ein bisschen weiter zu verfolgen. Aber es ist natürlich trotzdem schade, dass sowas halt extern läuft. Und halt, läuft nicht auf dem Sender, so viel kann man auf jeden Fall sagen. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, überraschenderweise hat es schon 200.000 Klicks. Gut, wird wahrscheinlich ordentlich promotet von Ubisoft. Ja. Gibt es da bestimmte Themen oder wird da über aktuelles Spiel geredet oder so? Weil ich habe noch überhaupt nichts gesehen davon. Also bei Talk geht es eigentlich nur, also es gibt immer ein Thema von der Folge. Also es geht darum, also sie laden sich, also erstmal ist der Punkt halt, sie laden sich natürlich Gäste ein aus dem Gaming-Bereich. Und genau, jetzt in der ersten Folge ging es zum Beispiel um das Thema Verlieren. Okay, also allgemeine Themen, jetzt nicht irgendwie aktuelle Spiel oder aktuelle. Nee, genau. Es ist nicht aktuell, es ist auch, glaube ich, aufgezeichnet worden irgendwann im letzten Jahr und so. Ah, okay. Also es ist jetzt nicht so, dass das brandaktuell ist. Es geht immer nur um allgemeine Themen. Mhm. Ja. Ist doch schön, wenn RBTV so einen relativ großen externen Auftrag bekommen hat. Ja, vor allem ist es ja auch gefühlt so ein kleines Mini-Comeback von Gunnar, oder nicht? Bei RBTV, also ja. Also ja, für RBTV. Mhm. Das stimmt. Und ich finde auch,
Das, also, es haben einige Leute kritisiert, habe ich gesehen, dass er gerade am Anfang vielleicht ein bisschen steif wirkt und irgendwie nicht so richtig, es kommt nicht so richtig authentisch rüber, aber ich weiß nicht, also das scheint jetzt irgendwie, also dem kann ich auch nicht wieder, es stimmt auch so ein bisschen sozusagen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, er hat da halt seine vorgeschriebenen und es wirkt alles ein bisschen mehr fernsehmäßig, sage ich mal. Also wenn Gunnar das, so wie Gunnar das moderiert, und ich bin mir relativ sicher, das ist auch eine Vorgabe einfach, oder vielleicht nicht unbedingt eine Vorgabe, aber weil man jetzt hier für extern produziert, will man da vielleicht auch das möglichst professionell machen. Und da sind dann halt so ein bisschen so aufgesetzte Gags, halt wie zum Beispiel direkt am Anfang sagte halt irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, wie das ging, aber es war irgendwas, wo es eigentlich um Verlieren ging. Das hat es so ein bisschen umschrieben. Und dann hat er irgendwie sowas gesagt wie, ja, aber genug von meinem Sexleben oder so. Und dann, aber so richtig, das war so richtig aufgesetzt. Und auch die ganze Zeit, also Gunnar ist ja jemand, den sieht man ja, wenn man ihn vor der Kamera sieht, ist er ja jemand, der sehr viel lächelt, sehr viel grinst. Aber da fand ich das ein bisschen, es kam mir ein bisschen übertrieben vor. Also einfach so die ganze Zeit so dieses Grinsen, wo du so fast schon Nils hier... Wie hieß er? Azuka Nils mäßig. Aber nicht ganz natürlich. So. Und zum Teil hat man aber immer noch so dieses Gefühl, okay, das ist jetzt eine Produktion von RBTV. So, weil auch zum Beispiel natürlich, weil Gregor ja mit da ist, die beiden kennen sich und das merkt man auch, dass dann eben auch hier mal eine Spitze kommt oder so, weil ja Gregor ihn in Tetris besiegt hat und so. Mhm. Also ja. Also ist schon, also man muss es, glaube ich, immer geguckt haben. Ich glaube, das wird sich auch noch bessern. Das war jetzt halt die erste Folge und dann. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich fand es trotzdem gut. Ja. Was ich noch ergänzen würde, ist, was ich vorhin gelesen habe, dass es wohl im dreiwöchentlichen Rhythmus erscheinen soll. Wobei jetzt die nächste Folge schon in 2 Wochen kommt, aber danach dann alle 3 Wochen eine neue Folge. Ja. Ja, die nächste Folge müsste mit Nico sein, wenn man dem Trailer glaubt. Also könnte dem sein, Kanal-Teaser. Okay, also Nico Backspin. Ja. Ja, genau. Mhm. Apropos Gunnar, weil mir gerade noch einfällt, wir haben es jetzt nicht im Plan nochmal explizit, ich glaube, wir haben es beim letzten Mal schon erwähnt, es kommt ja, also unter anderem erwähnt, es kommt ja Beef Junior, aber wir wissen ja mittlerweile schon 3 Leute, glaube ich, die daran teilnehmen, oder wissen wir schon den 4.? Nee, ich bin jetzt nicht 3 sind angekündigt. Aber die 3, die bekannt sind, sind auf jeden Fall auch 3, die beim letzten Mal schon dabei waren. Ja. Nämlich Gunnar, Gregor und ich glaube Dennis. Also, ja, genau, die 3 sind angekündigt bisher. Ja. Also Colin ist noch offen. Genau, ja. Wenn Colin jetzt noch kommt, dann ist es wirklich die Truppe vom letzten Mal. Dann frage ich mich, warum sie so ein Brimborium drum machen. Also ich gehe davon aus, dass Colin nicht dabei ist, weil sonst hätte sie den auch gleich mit angekündigt. Ich denke mal, der 4. oder die 4. wird eine Überraschung werden. Ja. Ach so, obwohl jetzt gerade eben, wo du gerade Denzel erwähnt hast kurz, der ist auch in der 2. GTV-Folge dabei mit Nico. Ah, da sind Denzel und Nico. Also kann auch sein, dass es die 3. wird, das wissen wir nicht, aber im Teaser, also im Trailer für den Kanal sind halt beide zu sehen zusammen. Mhm. Was könnte es da gehen? Naja, wir werden es bald erfahren. Rimworld. Pizza Connection 3. Das ist gut, ja. Das ist gut, ja. Wo wir gerade am Abschweifen waren und Beef Junior erwähnt haben, auch noch eine kleine Ankündigung, die nicht bei uns im Sendeplan steht, aber was mir da gerade im Zusammenhang einfällt, Beat Yesterday kommt bald wieder und da wird Colin dabei sein und Nasty. Stimmt, das hat Colin auch erwähnt in seinem Messer Löffel Gäbel. Mhm. Also da darf man auch gespannt sein, was Chino mit den beiden anstellt. Mhm. Kommt, glaube ich, im März, also ab März wieder. Für 6 oder 8 Wochen. Ich freue mich auf jeden Fall auf diverse Wutausbrüche von Colin. Ja. Das ist vermutlich nicht ganz ungerechtfertigt. Gut, aber ich glaube, damit haben wir auch, also auf jeden Fall zu GTV jetzt genug gesagt. Es wird ja nächste Woche, da kann, glaube ich, jetzt Max mehr zu erzählen, wieder eine Arma 3 Nacht stattfinden. Wobei, weiß nicht, ob es da viel zu erzählen gibt. Nee, erstmal nur der Hinweis, also
Es ist jetzt, glaube ich, die fünfte Arma 3 Nacht findet am 15.02. statt. Also ist es Valentinstag? Ich glaube schon, oder? Der 14. Nee, der 14. Ist ja. Ah, schade. kann ich doch nicht mit meinem Date an die Arma 3 Nacht schauen. Nee, leider nicht. Genau, ich schau mal gerade, ob noch Slots frei sind. Ja, es sind noch Slots frei, das heißt, wenn ihr euch anmelden wollt, könnt ihr da gerne mitmachen. ihr braucht dafür eigentlich Arma 3, schon Ach. Mal gespielt. Also ihr wisst halt, wie die grundlegende Steuerung funktioniert und ihr solltet das RocketSpeak nutzen können. Ja, obwohl, ich glaube, es ist sogar ein anderes. Ihr solltet TeamSpeak nutzen können, sagen wir mal so. Und mehr braucht ihr dafür eigentlich nicht. Infos und so könnt ihr dazu auch im Forum finden. Da gibt es auch einen Showthread, da könnt ihr auch Fragen stellen. Und wichtiger Hinweis, das fängt zwar erst dann abends auf dem Sender normal an, aber Anmeldung ist schon ab 17 Uhr, weil entsprechend viel vorbereitet werden muss. Also ihr müsst ja in eure Squads eingeteilt werden und allgemeine Erklärungen erhalten, wenn ihr noch nie in so einem Multiplayer Setting Arma gespielt habt, deswegen plant lieber ein bisschen mehr Zeit ein. Und macht mit. Wäre das auch abgehackt? Aber am Valentinstag ist was anderes dafür, nämlich das Pangasius-Finale. Stimmt, Folge 5. Also das also kann man sich dann vielleicht... Wahrscheinlich das Finale. Ja, naja, also es ist zumindest so angekündigt worden. Ach so, wurde schon als Finale angekündigt? Ja, okay, dann. Das hat Florentin letztes Mal am Ende gesagt. Sozusagen, ja, beim nächsten Mal, also am 14. geht es dann weiter mit dem großen Finale. Okay, dann habe ich das überhört. Aber es ist ja auch naheliegend, dass wir jetzt zum Ende kommen. Ja. Also das könnt ihr euch mit eurem Date angucken. Also, das, wenn ihr wollt. Ich muss selber mal sagen, also ich muss meinen Eindruck oder meine Bewertung von Pangasius noch mal ein bisschen ändern. Ich habe irgendwie ein bisschen Probleme damit. Also ich mag das Setting und ich mag natürlich Florentin als Spielleiter und auch die Geschichte finde ich jetzt nicht so schlecht. Irgendwie habe ich Probleme mit der Dynamik in dieser Gruppe. Das gefällt mir nicht so. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht mal genau ausmachen. Es gibt jetzt nicht irgendwie einen, der mich stört oder so, sondern es ist einfach irgendwie insgesamt packt mich das nicht so. Wobei ich sagen muss, es ist häufig so, dass ich muss mich quasi überwinden, es zu gucken. Dann habe ich aber doch Spaß dabei. Also es ist total, total komisch. Ja gut, wir sprechen ja nachher nochmal ausführlicher über die letzte Folge. Ja genau. Da vielleicht dann noch mehr im Detail, was du meinst. Weitere Ankündigung war auch ein neues Hauke-Pen-Paper die Woche drauf und darauf, also der 21. und der 28.2. Ja. Und zwar diesmal mit Eddie, Simon und Nils. Budi ist ja weiterhin noch abwesend und dann gibt es eben ohne ihn ein neues Hauke Pen Paper. Das war übrigens letzte Woche, glaube ich, Thema im Lästerschwestern-Podcast auch. Unter anderem, dass Budi, also da ging es allgemein um Leute, die sich ein bisschen von Social Media zurückziehen und vielleicht auch YouTuber, die aufhören. Größtenteils halt einfach, weil es ihnen zu viel war, Burnout, was weiß ich, irgendwie sowas in der Richtung. Vielleicht auch so. Und da wurde unter anderem auch gesagt, ja, hier, der Budi ist ja auch raus bei RBTV. Aber da war jetzt nicht, die Leute hatten da nicht so viel Ahnung logischerweise von, deswegen, ja. Na gut. Ist mir nur eingefallen gerade. Ja. Wurde ja auch gesagt, dass man ihn im Frühjahr wohl wieder zurückerwartet. Also war zumindest der letzte Stand, der da öffentlich verlautbart wurde. Muss man sehen. Ja. Aber was jetzt dafür das Hauke beim Pen Paper nicht dabei. Ja. Ist das bekannt, ob da aufgefüllt wird oder ist man nur mit den drei weitergespielt? Es sind nur die drei angekündigt. Also ich glaube eher, dass die dann nur zu dritt, beziehungsweise zu dritt plus Spielleiter spielen. Na gut. Ja, es wirkte jetzt erstmal so genau. Ja. Wenn jetzt nicht nur eine Überraschung dann kommt, aber ist ja jetzt auch nicht so, dass es das erste Mal wäre, dass nicht alle dabei sind bei der Hauke. Und es wurde auch noch kein Setting und das so angekündigt, also man weiß noch nicht viel, außer dass es stattfindet. Genau. Aber es ist ja auch schon bald soweit, es dauert ja nicht mal mehr lange. Also es ist ja auch 2 Wochen, glaube ich, ne? In 2 und 3 Wochen. Ja, genau die Woche nach Pangasius, also es ist jetzt wieder jedes Wochenende irgendein Pen and Paper. Mensch, Mann, da komme ich gar nicht mehr hinterher. Ne, Pangasius müsste ich auch erstmal aufholen, da bin ich nämlich auch noch etwas zurück.
Aber ihr könnt ja gleich etwas ausführlicher noch über den vierten Teil sprechen. Ja. 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 Ich schau mal gerade, dann wären wir mit den News soweit durch, würde ich sagen. Ja. Und könnten zum Review-Preview-Teil übergehen, was dieses Mal, glaube ich, nur Review ist, oder? Ja, genau. Als erstes steht da bei uns auf der Liste Canby eSport GTA 5. Das lief nämlich gestern Nachmittag oder Abend, ich glaube um 17 Uhr oder so, oder 18 Uhr, nach Mini Motorways. Und wer von euch hat es gesehen? Ich habe nur die erste Hälfte gesehen. Ah, okay. Flo, du hast es gar nicht gesehen? Ich habe es gar nicht gesehen, nee. Ich muss sagen, das Format Canby eSport gefällt mir weiterhin sehr, sehr gut. War auch sehr lustig. Es waren Valentin und Dennis Heinrich als Spieler am Start. Sie mussten verschiedene Challenges in, wie heißt die Stadt, Los Santos? Mhm. Ja. In Los Santos erledigen. Und ja, zum Beispiel betrunken durch die Stadt fahren, verschiedene Objectives erledigen, dann Selfies machen und so weiter. Und ich muss sagen, hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Also ich finde das Format sehr schön lustig, gerade dass es jetzt auch wirklich hier diesmal den, im zweiten Spiel war es, glaube ich, diesen Multiplayer-Aspekt auch gab, dass man sich auch gegenseitig hätte behindern können. Das hat im ersten Teil gefehlt, den ich gesehen habe. Da war es, also beides parallel, aber nicht in der gleichen Welt, also bei dem Single-Modus. Ja, genau. Also im ersten war die Behinderung ja die Trunkenheit, im zweiten war dann die Behinderung der Multiplayer so ein bisschen. Oh, ich habe gerade echt vergessen, was das dritte war. Auf jeden Fall finde ich das Format weiterhin gut. Es macht mir sehr viel Spaß zu gucken. Ich muss aber sagen, auch wenn es ein bisschen ungewöhnlich für mein Sehverhalten ist, ich glaube, das Format würde voraufgezeichnet und geschnitten einiges an Qualität gewinnen. Weil zum Beispiel, gab jetzt hier im zweiten Spiel, einmal mussten sie sich so Karten angucken, so Selfies quasi, und die danach stellen. Und dafür hatten die eine Minute Zeit. Und auch das ganze Einrichten und Starten und die Erklärungen von Simon und Andreas, die das moderiert haben. Ich finde, da würde ein bisschen Cut, würde dem Format ganz gut tun. Also, dass man die Sendungsdauer vielleicht von... Die haben das Spiel dann erst in der Sendung gestartet, oder wie? Nee, aber Die haben zum Beispiel... das zweite Spiel war, dass sie halt so Selfies machen. Und Chiara hatte denen die dann ausgedruckt sozusagen, damit die sich die in Ruhe angucken können. Damit die halt möglichst genau nachstellen können. Weil umso genauer, umso mehr Punkte hat es dann gegeben nachher im direkten Vergleich. Ja. Und ja, halt, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das Format könnte ein bisschen straffer sein. Also ein bisschen, das sind viele Zwischenräume, die dann mit Moderation überbrückt werden. Und die Moderation würde für mich reichen, wenn die halt während das Spiel läuft. Also ich brauche keine Zwischenmoderation bei dem Format. Ja, Es werden auch sehr ausführlich immer die Spiele erklärt, was ich etwas übertrieben finde, weil GTA ist jetzt nicht so schwierig zu verstehen. Ne, also GTA 5 ist definitiv ganz einfach erklärt, also zumindest GTA Online ist in meinen Augen nichts weiter als ein Loading Screen Simulator. Gut, das ist vielleicht aber auch spielabhängig. Es gab ja schon mal eine Folge, wo dann Mara und Chiara gegeneinander Sims gespielt hatten. Da gab es, glaube ich, so diese Überbrückungsmoderation und so nicht so sehr. Da wurde dann kurz erklärt, was Spielziel ist in der jeweiligen Runde und dann wurde gespielt. Hing jetzt vielleicht wirklich mit GTA zusammen. Ja, ich finde, das Format hätte durchaus... Ich will nicht sagen virales Potenzial, aber wenn es vielleicht so nur so 25 Minuten lang wäre, wäre es, glaube ich, ein bisschen knackiger. Eine Runde und nicht so best of irgendwas. Weiß gar nicht. Ja, vielleicht zwei Runden oder so. Mhm. Und dann halt sowas halt wie, guckt euch die Selfies vorher in Ruhe an und dann wird moderiert zwischendrin wieder. Weiß ich nicht. Könnte ein bisschen knackiger sein. Gefällt mir aber trotzdem immer noch sehr, sehr gut so, auch wie es ist gerade. Ja. Ja.
ist auch, glaube ich, muss man gerade schauen, ob es überhaupt schon als VOD gerade online ist, während wir die Folge aufnehmen. Aber ich glaube, ja, ich glaube, ich habe das vorhin gesehen. Ja, es ist. Also, okay. Es ist als E-Sport mal anders. Selfie versus und vieles mehr. Valentin versus Dennis, Horst, Simon und Andreas, ja. Und dann Can We E-Sport GTA 5. Ja, und das sind halt 51 Minuten. Es könnte kürzer sein, nach meiner Meinung. Genau. Oh, was ich gerade auch in der Liste sehe, Gamefights lief ja gestern Abend. Das habt ihr gesehen, richtig? Ja. Ja, ist richtig. Das war ja jetzt ja geschickt. Ja, vor 56 Minuten online kommen. Also. Ja, das, als hätten wir es geplant. Ja. Die Gamefights habe ich mir natürlich auch angesehen, weil es war ja auch irgendwo, also gefühlt auch ein bisschen natürlich, es hat natürlich auch ein bisschen Pflichtbewusstsein, dass man sagt, okay, es ist das erste Mal, dass es wiederkommt. Und da muss man natürlich dann auch mal schauen, hat sich was geändert? Ich würde sagen, nein, aber ich weiß auch nicht mehr, es ist so lange her, dass ich mich nicht erinnern kann, wie das früher war. Also inhaltlich ist mir auch nichts aufgefallen, sogar diese Zeitbegrenzung bei den Diskussionsrunden, die es ja bei Filmfights nicht gibt, wo ja immer ein bisschen Kritik dran geübt wurde, die wurde aber auch beibehalten. Ja. Also von daher glaube ich, da hat sich inhaltlich nichts geändert. Also das finde ich auch ein bisschen komisch, weil es ja irgendwie, also gefühlt hat man halt drüber nachgedacht, ja, wie können wir das jetzt irgendwie besser hinkriegen und dass die sich nicht mehr so an die Gurgel gehen, sag ich mal, und dass man irgendwie die Hitzigkeit ein bisschen rausnimmt. So, das alles ist ja nicht passiert letzten Endes und es hat sich ja auch nichts geändert. Die Gäste waren natürlich top. Ja. Man hatte gestern im Prinzip das, also die Leute, die dabei waren, Tim als Judge eben, und dann hatte man Fabian Käufer, Tino Hahn und Fabian Döhler. Und da sind auch schon zum Teil, also man hat die, ich sag mal, die negativen Vibes durchaus mal spüren können immer wieder. Und es war halt von vorne bis hinten ein Ironie- und Sarkasmus-Overflow. Ja, das stimmt. Aber also mir hat die Folge wirklich Spaß gemacht. Ja. Die drei haben da gut alles gegeben. Ja, das stimmt. Und Tim hatte teilweise ein bisschen Probleme, die es, ja, zu bändigen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ja, weiß auch nicht, die Oberhand über die Sendung zu behalten. Ja. Also ich finde es aber tatsächlich krass, dass wirklich so ein bisschen, also vielleicht lag es an der Auswahl der Leute, sag ich mal, weil du hast natürlich für mich mit Fabian Käufer jemanden gehabt, der ist ja an sich eher ruhig und klar, der kann auch austeilen sozusagen, aber der ist da noch sehr gemäßigt. Mhm. Sondern Tino ist halt jemand, der irgendwie ganz häufig so passiv-aggressive Kommentare irgendwie einfach reinbringt. So und Fabian Döhler, ja gut, der ist halt einfach dann immer sehr sarkastisch und auch ein bisschen, ja, manchmal auch dann ein bisschen offensiv, sagen wir mal so. Bisschen ist gut. Ja. Und das muss man, also da finde ich, da ist vielleicht dann auch klar, dass die Stimmung vielleicht manchmal ein bisschen schlecht ist sozusagen, wenn du zwei so Leute dabei hast einfach. Mhm. Weiß ich nicht. Ich hab manchmal das Gefühl, dass es bei Filmfights ein bisschen besser passt dann meistens mit denen. Weil ich versuche mir irgendwie zu erklären, wie das passieren kann, dass bei Gamefights, das ist halt teilweise wirklich echt, du hast echt manchmal das Gefühl, es ist richtig giftig gerade. Während ich das bei Filmfights seltener habe. Also es sei denn natürlich Florentins Judge und muss Eddie und hier sag schon und Stefan bewerten. Naja. Ja, aber jetzt, also übertrieben schlimm fand ich es auch nicht. Es war jetzt war okay. Durch die drei Gäste war es auch auf einer ironischen Ebene teilweise. Ja. Das hat schon gepasst. Chiara war noch Fact-Checkerin, sollte man noch erwähnen. Stimmt, ja. Aber also ich hatte halt beim Pitch hatte ich halt das Gefühl, dass Döhler da durchaus ein bisschen pisst war. Da hat er allerdings auch meiner Meinung nach einen Punkt gehabt. Ja, finde ich auch, ja. Also da waren die Regeln ein bisschen unklar. Also für die Leute, die es nicht gesehen haben, es ging darum, ein Spiel wieder zu pitchen und Döhler hat es eben so aufgefasst, dass es noch einigermaßen realistisch sein soll, also dass das wirklich ein Spiel gepitcht werden soll, was so gemacht werden könnte. Und die beiden anderen haben dann halt einfach komplette Fantasie walten lassen und Traumvorstellung von dem Spiel. Genau, also es ging darum, ein Spiel zu pitchen, mit der, also quasi aus einem deutschen oder basierend auf einem deutschen Film. Mhm.
Und genau, und da war eben er halt der Meinung, und das finde ich auch meiner Meinung nach durchaus zu Recht, dass das natürlich was sein sollte, was man auch wirklich umsetzen könnte, wo jetzt nicht quasi jeder Investor, potenzieller Investor dir sofort, dir noch quasi, bevor du überhaupt den Raum betreten hast, die Tür vor der Nase zuschlägt. Ja. Ja. Aber gut, am Ende ist es, wie es ist. Ja, und Spoiler, zum Schluss gab es auch ein Unentschieden zwischen Fabian und Tino, weil Tim sich dann in der entscheidenden Frage im Finale nicht entscheiden konnte. Wobei das da fand ich jetzt auch ganz gut gelöst von ihm, weil es war wirklich sehr schwierig. Ja. Und dann gab es eben Unentschieden und Fabian Döhler hat dann den Pokal auch noch an sich genommen, nachdem die beiden anderen eh Unentschieden hatten. Also genau. Es war schon eine gute Folge und schön, dass es wieder da ist. Und das Gute ist ja, Döhler hat ja Geburtstag gehabt und da haben sie ihm noch eine Torte reingebracht, auf der ein Penis war und halt naja drauf stand. Ja. Also es war okay. Es war ja. So eine richtige Döhler. Also hätte vielleicht noch Hashtag Bumsen und Tino Hahn oder so. Ja. Aber gut. Ja. Den war okay. Kann man, also ja. Ich freue mich auch, also dass es wieder da ist und es hat Spaß gemacht und ich gucke auch gerne weiter Gamefights. Ja, die nächste Folge kommt am 2. April, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall Anfang April. Nee, war es nicht der 4.3.? Ich bin wirklich Nee, war April. Der 3. Sicher? Ja, ganz sicher. Der 3.4. war es dann. Na gut, dann war es der 3.4. Gut, kann man ja mal verdrehen. Ja. Okay. Das war's, glaube ich, soweit. Guck mal gerade zu Gamefights. Der 3.4. ist auf jeden Fall ein Freitag. Ja, dann wird es der sein. Und der 4.3. wäre ein Mittwoch, deswegen. Ja, dann wird es eher der 3.4. Der 4.3. so rum. So, ja, anders. Der 3.4. Mein Gott, es ist gar nicht so einfach. Es wird der 3. April. Das kommt wieder. Ja. Also, wenn nichts dazwischen kommt, aber so ist der aktuelle Plan. Ja. So, wann kommt denn das nächste Best auf RBTV? Vermutlich vermutlich am 4.3. Flo. Vielleicht. Könnte passieren. Ja, ist nicht so unwahrscheinlich. Ja. Genau. Auf jeden Fall kam es gestern am 7.2. das erste Mal auf dem Sender. Ja. Und es ist ja das erste. Ja. Nee, schon gut. Stefan. Ja, also es ist ja das erste Post Best of Beans. Best of Beans. Okay, der Name ist etwas generisch. Ja, das heißt ja jetzt auch Best of RBTV eigentlich. Ja, stimmt. Er hat sich übrigens auch auf Twitter dazu geäußert, habe ich gesehen. Er fand es gut. Er findet es auch gut, dass er sich das jetzt auch selber angucken kann. Und er findet es auch gut, dass sie sich nicht an seinem Stil orientiert haben, sondern versucht haben, was Eigenes zu machen. Jetzt glaube ich, dass wir bei uns eventuell auch andere Meinungen haben. Woher weißt du das denn? Tja, ich bin informiert. Nee, also soll ich mal anfangen? Mach das mal. Ja, gerne. Gut, ich finde es generell ganz okay. Also es war, der Januar war jetzt auch nicht so highlightreich, so wie zum Beispiel der Dezember. Er war auch relativ kurz, weil es waren ja im Endeffekt nur 2,5 Wochen. Ja, also man muss sagen, ich weiß nicht, es war gefühlt nicht so viel Lachen-Highlights dabei, es waren gute Formate dabei und Sachen wie der Geburtstag, die halt, oder der Geburtstag, die halt richtig gut waren. Aber was die stilistisch mit diesem Best-of gemacht haben, gefällt mir gar nicht. Also ich finde es gut, dass sie versucht haben, was Eigenes zu machen, aber ich habe es gestern mit einem Kumpel zusammen geguckt und als die haben ja irgendwie mit diesen Gesichtern immer dieses Verzerrte gemacht. Fand ich furchtbar, ja. Also kompletter Cringe, ohne Scheiß. Ja. Als das erste Mal bei Eddie in der ersten Szene kam, habe ich erst gedacht so, okay, ist das Video kaputt? Was soll das? Und dann wurde es immer weiter benutzt, da habe ich mir wirklich kurz überlegt, es auszumachen. Weil, also das kann ich verstehen. Was soll das? Warum? Wer ist auf die Idee gekommen? Sorry, aber... Also das finde ich auch, also habe ich auch gesehen, habe auch gedacht, okay, das passt überhaupt nicht. Das ist irgendwie, das sieht aus, als hätte das irgendwie ein 14-jähriger Neu-YouTuber gemacht. Ja. So, also, der gerade irgendein Videobearbeitungsprogramm für sich entdeckt.
an sich muss ich dir, also ich kann dir, glaube ich, auch großteils recht geben. Ich finde es auch okay. So, ich fand es okay und es war auch inhaltlich war es auch ganz gut. Und ich verstehe Best of Beans, dass er sagt, er möchte das oder er findet es gut, dass sie was Eigenes machen. Und ich finde es auch gut, dass sie jetzt nicht einfach eins zu eins kopieren. So. Und ich fand das jetzt auch nicht schlecht. So insgesamt, ich habe nur das. Also, ich muss sagen, ich vermisse das auch ein bisschen, einfach so diese Kategorien auch zu haben. Ja, okay, jetzt kommen halt die, wissen nicht, keine Ahnung, kommt halt Keep Salty with Etienne oder sowas. Weißt du, so in der Richtung. Also, so, und dass er halt natürlich auch da, also klar, er hat da natürlich auch seine Zeit gebraucht. Er hatte jetzt mehrere Jahre, um das immer weiter aufzubauen und so. Muss man vielleicht auch ein bisschen fair sein. Aber ich habe ein bisschen, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen mehr erwartet als das. Wobei jetzt aber gerade das mit den Kategorien, wenn sie das gemacht hätten, dann wäre es halt eine Kopie gewesen. Also ja, natürlich, da, du kannst jetzt natürlich dann nicht das schon, Gleiche machen. Ja. Ja. Und also du kannst es schon, aber ja. Es, ja, dann meckern die Leute halt auch wegen der anderen, weil du es probiert hast. Ja, das mit den Gesichtern, was ihr da jetzt erwähnt habt, also wie ich es das erste Mal gesehen habe, das war ja, wie gesagt, bei Eddie, aus einer Kino-Plus-Folge, glaube ich, da dachte ich vielleicht sogar, dass das direkt aus der Folge war, dass die Regie darum gespielt hat, kommt ja bei Kino-Plus auch immer mal wieder vor, aber dann wurde es wie auch gesagt, noch öfter. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, ich fand es jetzt auch nicht super lustig oder irgendwas, aber jetzt auch, naja, halt mal ein bisschen rumgespielt. So schlimm fand ich persönlich das jetzt nicht. Ja, also in jedem zweiten Einspieler war das fast drin. Das stimmt. Selbst das ist mir beim ersten Gucken gar nicht, ich habe es auch zweimal geguckt, weil ich mir nicht sicher war, was ich davon halten soll. Und selbst in dieser Szene, als René bei dem GTA-Roleplay in dieser Garage feststeckt, ist er ja unten nur ganz klein in der Facecam zu sehen. Selbst da wird das mit seinem Gesicht gemacht. Warum? Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, also, doch, das habe ich auch gesehen. Warum? Ja. Punkt. Das ist, einfach warum? But why? Ja, keine Ahnung. Also ich will das jetzt nicht so, also es klingt jetzt, als würde ich es total scheiße finden oder so, ich finde es nicht, ich fand es, ich habe auch gelacht und so, aber das war jetzt, also das war noch nicht das Niveau, was ich sozusagen von Best of Beans kenne, also noch lange nicht. Und wie gesagt, es ist vielleicht auch ein bisschen, es ist eine sehr schwere Aufgabe, das zu übernehmen. Und was ich vielleicht mal positiv erwähnen will, ist, dass sie halt immer mal wieder die Leute aus diesem Best of, was waren das hier mit der Hausband, glaube ich, ne? Wo sie sich das angeguckt haben, das ist, genau. Ja, diese Hausband-Recap eben. Genau. Dass sie das immer mal wieder reingeschnitten haben, wenn quasi, wo die, das fand ich ganz gut, das hat ja Best of Beans auch hin und wieder mal gemacht, dass er irgendwie so eine andere Szene mit reinschneidet, sodass sie aufeinander reagieren. Achso, so als Lache eingespielt quasi, ja, genau. Das meinst du, ja. Mhm. Das finde ich gut, sowas mag ich, wenn man quasi die Szenen so schneidet, dass sie aufeinander irgendwie aufbauen, aufeinander reagieren. Ja, und das war gut, stimmt. Ja. Obwohl es dann am Ende ein bisschen überstrapaziert wurde, da wurden dann ja quasi 10 Lacher einmal hintereinander geschnitten. Mhm. Ja. Also ich wünsche mir auch, dass diese eine Sache sollten sie bitte kopieren, dieser Clip von Hannes auf dem Klo, der so verwirrt nach oben guckt. Der muss einfach wieder kommen bei Sachen, die irgendwie ein bisschen weird sind. Ja. Nee, also ich persönlich, wenn es nach mir gehen würde, ich wünsche mir, dass bitte mit dieser Gesichtsverzerrung aufgehört wird. Also bitte, bitte, bitte. Und der Rest kommt, glaube ich, über Routine. Ja. Also, ja, das glaube ich auch, ja. Über Routine und über Feedback und aber bitte mit diesem Gesicht dann aufhören. Also, weiß ich nicht, das hat so irgendwie so das Gefühl, sie wollen aus jedem einzelnen Shot ein Meme machen und so. Also, es liegt so total erzwungen und einfach nicht lustig. Ich will ja die Reaktion in den Gesichtern der Leute sehen, auf Dinge, die passieren und nicht ein verschobenes ihrer selbst. Also, naja. Ja. Genau. Also, da bin ich bei dir, das finde ich auch nicht gut. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Kommt er jetzt monatlich? Also, wie vorher auch. Ja, sonst, aber jetzt monatlich. Ja, das ist auch komisch. Ja. ihr habt jetzt zuerst gehört, am 4.3. kommt die neue Folge raus. Das ist möglich. Vertraut uns. Wir wissen das. Da das ein Mittwoch ist, eher unwahrscheinlich. Aber Hoffnung. Ja. Die Hoffnung. Ja. Dann hätten wir erstmal genug dazu gesagt, würde ich jetzt mal so vermuten, oder? Ja. 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 Dann können wir zum nächsten Thema übergehen. Da bin ich, glaube ich, auch am meisten informiert. Erstmal die Frage an euch: Habt ihr das alte Jantenna geschaut? Ja. Nee.
Also, was heißt geschaut? Warum nicht? Da ich hatte. Achso, und Flo, beantworte du erstmal. Also, ich habe da mal reingeschaut damals. Aber ich habe einfach für mich. Das ist einfach nichts für mich. Keine Ahnung. Die hören sich halt ein Hörbuch an. Wow. Ja, aber ein total bescheuertes Hörbuch. Ja. Entschuldigung, ich habe gerade was im Mund. Weil ich zu dem Thema nichts zu sagen habe, kann ich nebenbei was essen. Falsch gedacht. Nee, ich mag es, keine Ahnung, es ist einfach nicht. Ich gucke nicht gern Leuten dabei, nicht gern erwachsenen Männern dabei zu, wie sie Jan Tenner hören. Hm. Gut. Stefan, bei dir? Ja, also ich habe das alte auch geschaut, wobei ich dann mehr und mehr auch zum Podcast, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das damals schon als Podcast erschienen ist, sondern als YouTube eben nebenbei laufen haben. Also ohne die optischen Eindrücke, weil da finde ich, da hat man optisch, man verpasst nichts, wenn man das nur hört. Ja, das stimmt. Ja, aber die alten Folgen, ich glaube, die dürfte ich so ziemlich alle sogar dann mal gesehen, beziehungsweise gehört haben. Ja. Wie sind denn die neuen im Vergleich zu den alten? Also, ich finde es sehr, sehr schwierig. Ja, ich finde es auch schwierig. Erstmal, vielleicht doch abseits von der Folge selbst, ich finde gut, dass das wieder auf dem Sender läuft. Ja. Das ist für mich ein wichtiger Bestandteil von RBTV. Jan Tenner ist eine der, ich würde sagen, Top 5 Erinnerungen, wenn mich jemand nach RBTV fragt. So. Ja, das ist halt ein Klassiker, ja. Ja, also was bei anderen vielleicht Spiele mit Bart ist, ist bei mir Jan Tenner. Also ich bin ja nicht der allergrößte Spiele mit Bart-Fan. Außer halt Gabriel Knight 2, aber sonst die anderen, eher nicht so. Und ich finde gut, dass es wieder da ist. Es gibt ja jetzt schon zwei Folgen, also Folge 1 und 2. 1 ist, glaube ich, der neue Anfang und 2 heißt der seltsame Tod. Ne, lautlose, oder so. Geräuschlose, stumme Tod. Der stumme Tod? Der stumme Tod. Ja. Lautlose, geräuschlose. Ja. Gehörlose. Ja, kann sein. Also irgendwas in die Richtung auf jeden Fall. Ja, und vielleicht die beiden Folgen gefallen mir sehr gut. Und was noch geiler ist, RBTV macht daraus ein richtiges Event, sozusagen. Es gibt nämlich auch einen Endgegner, so die Antenna, was halt im Vorfeld veröffentlicht wurde. Ich weiß nicht, ob ihr da letzte Woche schon drüber gesprochen habt. Ich glaube, es nur erwähnt. Ja. Ist auf jeden Fall super. Ich bin voll wieder drauf. Ich habe mir eben jetzt vor der Folge noch die zweite Folge. Ich bin noch nicht ganz durch. Mir fehlen noch 20 Minuten am Ende oder so. Auf was bist du denn? Du hast gesagt, du bist wieder voll drauf. Ja, voll auf die Antenne. Voll auf Serum. Ich voll verstehe. Auf Euphorie-Serum. Gibt's das bei Antenne? Bestimmt, oder? Ja. Ja, also du Folgen meinst du jetzt aber, was RBTV draus macht? Das ist die Antenne-Folgen an sich, oder? Ja, aber dadurch, dass die Antenne-Folgen an sich ja auch nicht so geil sind, wird der Commentary ja noch besser von RBTV. Das auf jeden Fall. Also die beiden neuen Folgen fand ich schon sehr grenzwertig bis schlecht. Also meine, die Antenne war jetzt nie für besonders gute Geschichten bekannt. Ich weiß gar nicht, kanntest du das vorher schon als Hörspiel? Oder nee, gar nicht. Ich habe es nur durch RBTV kennengelernt. Ja, ich auch. Aber das war halt 80er-Jahre-Charme, 80er, 90er-Jahre, ich weiß gar nicht, wann die Originale gelaufen sind. Die versuchen das ja immer noch in diesem 80er-Jahre-Charme zu machen. Ja, aber und das macht es halt teilweise so cringy, dass es halt so geil von Simon und Co. und Gregor und Denzel kommentiert wird. Also ich finde es hervorragend. Ja, RBTV-Folgen hervorragend. Ist nicht nur dieser 80er-Jahr, also der RBTV-Folgen, da bin ich bei dir, das finde ich auch gut, dass sie da wirklich schön was draus machen. Aber die Antenna-Folgen an sich, da ist auch so teilweise Selbstironie dabei, die aber dann nicht so wirklich funktioniert, das ist schon puh. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ohne RBTV würde ich mir da wahrscheinlich keine 10 Minuten anhören. Nee, auf gar keinen Fall. Also ich auch nicht. Aber für RBTV ist es halt perfekt. Für Denzel, Gregor und Simon, die sind einfach auch die perfekten Leute, um darüber zu sprechen. Ja, gerade Gregor und Denzel sind ja auch wirklich, also wirkliche Fans der alten Folgen. Ja, stimmt. Ja. Also für alle, die Antenna früher gut fanden, ist
also meiner Meinung nach, ich habe jetzt auch länger nicht mehr die alten Folgen gehört, aber gefühlt ist es noch besser, weil halt die Folgen noch schlechter sind. Ja. Also, ich gebe mal einen minimalen Story-Spoiler. Jan Tenner Junior, der Sohn von Jan Tenner, ist jetzt der Hauptcharakter. Und seine Alles klar. Schwester ist einfach nicht Laura, wie seine Mutter, wie ihre Mutter, sondern Lara. Ja. Also. Okay. Ja, keine Ahnung. Und in der ersten Folge sehr, mit sehr viel Nacktheit. Okay. Ja, hört man das an der Stimme? Nein, es wird erwähnt. Mehrfach. Ach so. Mehrmals, ja. Das ist vielleicht bei, ist vielleicht, ich dachte, es ist vielleicht wie bei Dr. Turk, der eine höhere Stimme hat, wenn er nachts ist. Ja, weiß ich nicht. Ich kann mich nicht mehr so gut an Tanja erinnern, aber. Spoiler. Aber also, ja. man kann da auf jeden Fall gerne mal reinhören in die Antenne. Also, das ist es auf jeden Fall wert. Ja. Und es kommt jetzt ja auch in, ich glaube, wöchentlicher Rhythmus oder 2-Wochen-Rhythmus? Also von den bisherigen Veröffentlichungen müsste es wöchentlich sein. Mhm. Ob die jetzt aber das komplett so durchziehen, weiß ich nicht. Das sind ja, glaube ich, nur 6 Folgen. Stimmt. Es ist ja ein kurzes Vergnügen. Ja. Ja. Nee, aber das sollte auf jeden Fall mal erwähnt sein. Mhm. Und ja, gucken wir mal, wie es weitergeht, würde ich sagen. Genau, wir bleiben dran. Im Endeffekt kann man ja fast sagen, also RBTV hat die Antenne wieder groß gemacht. Das auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, ohne RBTV wären die neuen Folgen nicht produziert worden. Ja, das kann durchaus sein. Ja, gut. Jan Tenner soweit dann auch erledigt. Ich würde sagen, jetzt beiße ich meine Banane rein. Ich wollte nämlich über Pangasius sprechen. Also ja, die da bin ich leider Folge. Noch nicht aktuell. Mhm. Genau, ich bin ja über Folge 4. Ja, bin ja vorhin schon fast in den Review-Modus gekommen. ja, genau, ich würde es nochmal kurz, ganz kurz wiederholen. Ich habe einfach für mich festgestellt, irgendwie habe ich Probleme. Ich kann aber wirklich, es fällt mir schwer, das zu begründen. Irgendwie ist es tatsächlich so, ich muss mich überwinden, um zu sagen, ja, ich gucke jetzt die neue Folge Pangasius, auch wenn sie, also klar, also ich schalte jetzt live ein. Aber wenn ich dann zugucke, muss ich sagen, ist es doch echt ganz unterhaltsam. Also es ist schon, ich finde, es hat ein gutes, ein gutes Niveau, momentan auch ein gutes Pacing, es geht ganz gut voran. Ja. Die Gruppe ist halt manchmal ein bisschen doof, aber es ist halt so. Aber irgendwas gefällt mir nicht. Und ich kann es nicht wirklich benennen. Also jetzt, wo du gerade Pacing erwähnt hast, da hatte ich ja nach der ersten Folge das ein bisschen bemängelt. Da finde ich mittlerweile sogar sehr gut. Also da haben sie sich top gefangen. Und auch Florentin geht da ja zügig voran, lässt den Spielern aber auch genug Freiheiten, dass sie so ihren eigenen Weg finden können. Und was du jetzt gerade gesagt hast, so dass die Charaktere sich dumm verhalten oder so, finde ich jetzt gar nicht mal so übertrieben. Ich finde, die spielen alle ihre Rolle passend aus. Ja, aber das bedeutet halt, dass sie sich dumm verhalten. Nee, der Einzige, der sich wirklich hinten, ja, naja gut, Gregor, ja, schon, und Denzel ist halt so ein, Haut-Traut-Typ. Da kommen eben häufig dumme Entscheidungen zustande, aber ansonsten also. Ja, Ivy ist halt sehr impulsiv und hat ja im Prinzip durch ihren Angriff dann fast dafür gesorgt, dass zwei Leute halt dem Tod gerade so noch entronnen sind. Ja, ja, aber da fand ich die weder in noch off-game dumm, die Entscheidung. Also die fand ich absolut passend. Und die hätte ich auch bei einem anderen Charakter passend gefunden. Es war vielleicht nicht das geschickteste Vorgehen, aber jetzt dumm würde ich wirklich nicht sagen. Also wir spoilern ja wieder für die Leute, die jetzt noch dabei sind. Und sie solltet vielleicht jetzt abschalten. Weil über diesen Tod möchte ich, oder Nicht-Tod möchte ich nochmal sprechen. Ja. Darf ich auch abschalten? Nein, ich bleib natürlich da.
Ja, nee, also ganz grob, es ging darum, dass Mara bzw. Ivys Mutter als Gefangene vor ihnen plötzlich aufgetaucht ist und sie dann wild in die Menge geschossen hat und daraus eben ein großer Kampf entbrannt ist, wo die vier Hauptcharaktere eigentlich gnadenlos unterlegen waren. Oder Flo? So kann man es wohl ja, nennen, kann man auf dass jeden Fall so sagen. Ja. Unterlegen. Also zahlenmäßig sowieso unterlegen, aber auch vom Kampfskill her hatten sie relativ wenig Chancen. Und dabei ist es eben passiert, dass Ivys Lebensenergie auf Null oder auf unter Null gefallen ist. Und da gab es im Nachhinein große Diskussionen im Forum. Das Ganze wurde so gelöst, dass Gregors Charakter hatte diese Heilungsspritzen, wie heißen die in-game? Morphium, glaube ich, einfach bloß. Morphium. Ist es Morphium? Ja. War das sein. Morphium? Ich weiß es nicht. Er hat doch, ich glaube, jetzt wo du sagst, Morphium, er hatte Morphium dabei und Florentin hat ihn eben würfeln lassen, ob er damit Ivy noch retten kann und ja, er hat die Probe eben bestanden und damit ist Ivy nicht gestorben. Also man muss dazu sagen, er hat es ja schon, ich weiß nicht, ob das von vornherein so geplant hat, aber er hat es ja schon so gemacht, dass es wirkt so, als hätte er einen Plan, so, okay, wenn du so und so viele Runden unter Null bist, bist du tot. Mhm. So, aber du hast halt noch die paar Runden Zeit, um noch was zu tun. Ja, beziehungsweise um gerettet zu werden. Ja, genau, also um gerettet, weil du kannst selber natürlich nichts mehr tun, du bist natürlich handlungsunfähig. Ja. Von daher fand ich das jetzt nicht so tragisch, muss ich da sagen. Also, ich auch nicht. Also ich fand das völlig okay und bin auch nicht der Meinung, dass sie dann instant hätte tot sein müssen. Also es ist halt immer eine Auslegungssache, ne? Das heißt dann jetzt in dem Fall eben nicht, dass man bei Null halt tot ist, sondern bei Null bin ich halt irgendwie erstmal schwer verletzt oder tödlich verletzt. Genau. Und muss halt, es gibt halt dann noch, weiß ich nicht, eine Minute Zeit oder zwei Minuten Zeit, in der noch irgendwas getan werden kann vielleicht. Ja, und wenn die Probe von Gregor, von Gregor dann misslungen wäre, wäre sie eben tot gewesen. Und da glaube ich auch, dass Florentin da konsequent ist. Und Heinz Olaf, glaube ich, auch, ne? Der ist ja nicht auch noch. Der war auch, der musste auch auf jeden Fall gerettet werden. Ich weiß gar nicht, ob er auch schon bei unter Null war. Ich glaube, er war minus eins oder so. Also ich glaube, es war auch schon quasi im roten Bereich. Ist natürlich eine schwierige Sache. Also ich wollte nur nochmal sagen, klar, die Aktion an sich, ich verstehe die schon und ich fand die jetzt auch nicht, also dumm ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Ja. Es war halt natürlich. Das war halt sehr impulsiv, aber natürlich auch verständlich und in der Geschichte auch logisch. Mhm. Aber es ist am Ende, also weiß ich auch nicht, ich kann gar nicht genau, also ich muss auch sagen, diese Folge hat mir jetzt auch gar nicht so, also die fand ich eigentlich echt ganz gut. Ja. Ich habe sie zwar zum Teil nicht 100% aufmerksam verfolgt, aber war auch dann schwer, nicht aufzupassen irgendwann, weil es doch sehr spannend wurde. Ja, zum Schluss eben mit diesem großen Kampf. Beziehungsweise der Kampf war ja gar nicht, ich glaube von Florentin war das so gar nicht geplant, dass da ein Kampf entsteht. Naja, bloß die Frage ist, ich denke eigentlich fast schon, weil also was hätte er denn sonst erwarten sollen, was da passiert? Ja, ich habe gedacht, er hat es mehr erwartet, dass sie das Ganze mitbekommen, dass eben die Mutter von Ivy bzw. Tochter von Heinz Olaf gefangen genommen worden ist und dass sie dann eben zusätzlich zu dieser ganzen Kochwettkampfgeschichte sich noch was überlegen müssen, wie sie eben befreien können. Also das wäre natürlich die clevere Lösung gewesen, zu sagen, ja, wir wissen das jetzt und versuchen die halt irgendwie zu befreien, heimlich oder so. Aber ja. Ja, und jetzt haben sie ja noch ein weiteres Problem, dass Denzel, also Beavis, gefangen genommen worden ist im Verlauf des Kampfes. Die anderen drei konnten mit Ach und Krach fliehen und Beavis ist jetzt eben weg und in den Fängen von Flagels Schergen oder wie auch immer man sie nennen will. Ja, das heißt, eigentlich müssen sie jetzt irgendwie die Leute befreien. Ja. Ohne Beavis, aber das wird dann schwierig. Ja, also ich glaube auch, dass sie jetzt einige Probleme haben. Ohne ihn den Kochwettkampf zu gewinnen, wird schwierig. Ja. Und ohne ihn kämpferisch irgendwas auszurichten, wird auch wesentlich schwerer als vorher.
Also ich glaube, sie haben sich da jetzt ziemlich in eine ziemlich schwierige Situation gebracht. Wobei ich gerade überlege, ist er nicht derjenige, der kuriert? Ja. Also von daher wäre er jetzt für das eigentliche Kochen ja gar nicht notwendig. Ach so, muss das nicht jedes Mal gemacht werden? Weil nee, das ist was muss er machen quasi, wenn sie neue Zutaten haben. Dann muss er die kurieren, damit die länger haltbar sind und sowas. Und ach so, aber jetzt mit bessere Qualität haben. Okay, aber jetzt mit den Zutaten, die sie jetzt haben, können sie direkt auf Lust kochen. Genau. Ah, gut, dann. Ja. Also sie könnten auch mit neuen Zutaten direkt auf Lust kochen. Die hätten halt dann nur keinen Bonus oder so fürs Kurieren. Mhm. Oder wären vielleicht schon schlecht, weil sie zu lange oder so, ja, wie auch immer. Okay, aber jetzt in der nächsten Folge, da wird es ja sehr, sehr wahrscheinlich, also haben wir ja schon gesagt, wird es zum Ende kommen. Das heißt, der Kochwettkampf muss da wohl stattfinden. Ja. Und dann eben auch, ja, dass die ganze Befreiungsaktion oder eben nicht, je nachdem, was sich jetzt ausdenken. Es ist natürlich wirklich so eine witzige Situation jetzt irgendwie. Also es ist ja fast wie geplant sozusagen, dass jetzt ausgerechnet Beavis gefangen wurde, wo man halt noch die Wahl hat zu sagen, okay, wir brauchen ihn nicht. Ja. Gut, aber das war jetzt wahrscheinlich wirklich Zufall. Ja, das denke ich auch. Ja, allgemein finde ich Pangasius auch nach wie vor gut, aber es ist tatsächlich wirklich, ich habe da meine Schwierigkeiten. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Es ist wirklich, glaube ich, einfach die Gruppe im Gesamten, die mir nicht zusagt, wo mir einfach die Dynamik nicht gefällt. Aber ich kann es wieder, es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, die sind schlecht oder so. Ich finde, die machen alle ihre Sache gut. Aber ja. Ja. Gehen mir vielleicht ein bisschen auf die Nerven. Ist Geschmacksfrage. Ich finde die Truppe eigentlich ganz gut. Also ist jetzt nicht, also in-game jetzt nicht unbedingt die harmonischste Gruppe, weil bei den Vieren macht jeder so irgendwie so ein bisschen sein eigenes Ding. Außer vielleicht Steffen und Mara, die eben auch diesen familiären Zusammenhalt haben. Mhm. Aber so insgesamt, eben dadurch, dass jeder sein eigenes Ding hat, ist auch jeder Charakter so für sich genommen interessant und unberechenbar. Also ich finde das ganz spannend, so wie sich das Ganze entwickelt hat. Ja. Ja. Naja. Gut. Dann, es ist ja bald vorbei. Es kommt ja jetzt, wie gesagt, nur noch jetzt in der kommenden Woche noch das Finale. Und dann ist es ja erstmal, dann war es das ja erstmal. Da wollte ich dich noch fragen, denkst du, sie schaffen es oder denkst du, sie schaffen es nicht? Also es gibt ein gutes Ende oder kein gutes Ende? Es ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass es ein perfektes Ende geben wird. Mhm. So. Aber ich glaube, also ich kann mir es ist natürlich auch immer viel von dem Würfelglück dann abhängig. Ne? Ja, aber ich kann mir vorstellen, so von dem, was sie jetzt alles vorbereitet haben, wenn sie Beavis noch retten können und so, das ist natürlich auch noch so eine Sache. Aber je nachdem, wie es jetzt weitergeht, wenn sie diesen Kochwettbewerb normal antreten können, kann ich mir gut vorstellen, dass sie den auch gewinnen. Mhm. Weil es halt, wie gesagt, weil ich halt schon finde, dass, wie sie jetzt sich vorbereitet haben, auch mit den Rezepten und so, das haben sie schon ganz gut gemacht. Ja, das schon. Aber ich weiß halt nicht, wenn sie jetzt den Kochwettbewerb starten und dann wird da eventuell Ivys Mutter soll da verarbeitet werden währenddessen. Ja, dann, das ist natürlich dann schwierig. Deswegen sage ich, wenn sie es normal, wenn sie den normal machen können, sozusagen, halt wirklich schwierig. Also ich weiß nicht genau, ob es vielleicht wirklich, es kann ja sein, vielleicht läuft es gar nicht auf den Kochwettbewerb hinaus, vielleicht schaffen sie es aus, wobei ist halt die Frage, ob das wirklich sinnvoll ist, so, ne? Aber sie müssten ja eigentlich dann Flagel vorher ausschalten oder so. Ja, aber das glaube ich. Genau. Ja, also ich denke mal, das wird schon auf den Kochwettbewerb hinauslaufen, das war ja von Anfang an irgendwie das Ziel, also das kann ich mir kaum vorstellen, dass das nicht stattfindet. Nee, ist klar, also es ist ja schon so, dass sie natürlich hier, also das Ziel ist ja eigentlich nicht, dass sie irgendwen retten, sondern das Ziel ist ja eigentlich ursprünglich, sie wollen diesen Kochwettbewerb gewinnen oder sie wollen halt ihr Restaurant ans Laufen kriegen, so. Mhm. Und jetzt kommt dann kam ja immer noch die Komponente hinzu, dass sie natürlich irgendwie die Menschheit retten müssen, weil... Ja, wenn das natürlich gewinnt und ein Franchise-Vertrag wird, dann wird es schwierig. Ja. Aber ich finde, aber jetzt sind sie halt in einer Situation, wenn du jetzt halt eigentlich verhindern möchtest, dass das zu einer blöden Situation kommt, musst du den ja eigentlich vorher ausschalten. Und dann wird es schwierig, ob das mit dem Teilnehmen noch funktioniert. Mhm. So. Also ich kann mir das momentan echt schwer vorstellen. Also ich denke, dass es wahrscheinlich wirklich so kommen wird, dass sie an dem Wettbewerb teilnehmen und dann kommt es halt darauf an, ob sie es geschafft haben, ihre Mutter zu retten oder nicht, denke ich mal. Also ich glaube fast eher, dass sie scheitern.
Und zwar ja. Also ziemlich, ziemlich fatal scheitern. Ja, also das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Aber wir werden es ja dann schon nächste Woche zu sehen bekommen. Richtig, ja. Wäre aber übrigens, das wäre ja das erste Mal, dass irgendeine Pen-and-Paper-Gruppe wirklich so richtig scheitert, glaube ich. Die Dysnomia-Gruppe ist doch auch. Ach ja, Dysnomia. Ja, stimmt, das habe ich verdrängt. Ja. Da gab es ja dann auch kein Happy End. Aber die sind halt auch, ja mal null zusammengepasst. Ja. Wenn nur gegeneinander gespielt. Ja. Okay. Max, bist du noch da? Ich lebe noch, ja. Ah, ja. Ich lebe noch. Ich habe versucht, nicht so viel zuzuhören, weil ich ja auch noch irgendwann gucken will. Ja, weil ich glaube, deswegen. Ja. Wir sind soweit. Es ist mir gelungen. Ja, sehr schön. Nun. Jo. Aber ich denke, wir haben es ganz gut jetzt zusammengefasst. Ja, zusammengefasst würde ich jetzt nicht sagen, aber ja. Revue passieren lassen. Ja. No. Seid ihr denn gespannt auf den letzten Teil? Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Ja. Okay. Das ist doch eine gute Ausgangslage. Ja. Die Spannung ist auf jeden Fall drin. Also über fehlende Spannung kann man sich wirklich nicht beschweren. Also ja. Das ist jetzt gerade, die Situation ist sehr angespannt. Mhm. Von daher, genau, freue ich mich tatsächlich auch auf, auch wenn es mich jetzt, wie gesagt, manchmal ein bisschen Überwindung gekostet hat, freue ich mich jetzt auf die letzte Folge und bin gespannt, wie es ausgeht. Ja. Ja. Was jetzt auf jeden Fall ausgeht, ist diese Folge Beanstalk, weil wir sind mit unseren Themen durch und wir haben nichts weiter zu besprechen, außer ihr möchtet noch was in persönlicher Mission loswerden. In persönlicher Mission nicht, mir ist gerade noch was eingefallen, was letzte Woche auch erstmals auf dem Sender gelaufen ist, aber nur ganz kurz erwähnen, und zwar die Randomizer-Show. Hat die jemand von euch gesehen? Mit Sia? Nee, ich habe mich schon gefragt, was das ist. Also ich habe es nur entdeckt auf dem YouTube-Kanal. Weil ich kenne natürlich den Ausdruck Randomizer und das sehr häufig in Verbindung mit Speedruns irgendwie steht. Ja, es wurde irgendein Super Mario, ich kenne mich da bei Jump'n'Runs nicht besonders gut aus, aber irgendein Super Mario randomized gespielt. Shit. Fuck, sorry. Bist du gefallen? Ich hab was umgeworfen. Achso. Nee, ich hab was umgeworfen. Alles gut, aber es war fast wieder. Geht sehr gut. Ja. Ja, sorry. Nee, ich glaube, es war Super Mario World 3. Das kann gut das sein. Ja. Ja, also ich fand das ganz cool, wobei ich jetzt halt, wie gesagt, ich kenne mich mit den Jump'n'Runs nicht so besonders gut aus. Ich habe da jetzt keinen Unterschied zum normalen Durchgang gesehen, großartig. Ich muss mich korrigieren, es ist Super Mario 3 einfach nur. Ja. Also nicht Super Mario World 3, sondern Super Mario 3. War ganz witzig und soll jetzt wohl auch öfter mal wiederkommen. Wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Ja. Ja, gut. Also Super Mario Bros. Okay, ich habe hab versucht, in den Thumbnail zu erkennen, was da steht. Genau, ja. Ja, gut, kann man mal auf jeden Fall, und ich werde, also weiß nicht, ob ich mir das angucken möchte, weil ich ehrlich gesagt sagen muss, das Spiel, um das es geht, ist jetzt für mich nicht so interessant. Ja, aber also prinzipiell finde ich Randomizer Show schon eine coole Sache. Ich habe das Ganze nebenbei laufen gehabt, also ist schon ganz witzig, weil es auch anscheinend hatten beide Teilnehmer, das waren, oh Gott, wie heißt der von Game 2? Matthias und Simon. Und Matthias ist da wohl relativ gut drin normalerweise, aber er hat einen sehr schweren Seed gehabt. Und ja. Simon hat sich wie immer ein bisschen schwerer getan, überhaupt reinzukommen, obwohl es bei ihm nicht so schwer war. Also das war schon, sie hatten beide zu kämpfen. Also war ganz witzig. Ja, das kann man mal nachholen und im Auge behalten. Ja. So, das war's jetzt aber. Ja, sind wir durch. Ich denke schon. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören bis hierhin und wir freuen uns natürlich über jegliche Form von Feedback im Forum oder bei YouTube oder kann man in den Feeds was kommentieren, Flo? Ja, oder? Theoretisch schon. Nee, das müsste ich. aber es läuft doch eine WordPress-Seite, oder nicht? Achso, ja gut, auf WordPress könnt ihr natürlich kommentieren und ihr könnt auch, glaube ich, auf iTunes könnt ihr unsere Bewertung dalassen und weiß nicht, ob es bei Spotify auch geht, aber vielleicht. Ihr könnt auch twittern. Ihr könnt uns auch twittern, genau, oder im Forum schreiben. Ja, das stimmt. Ja. Also, wer uns das sagen will, der findet einen Weg. Ja. Gut, dann noch danke an euch beide. Rocket
Nee, Quatsch. Vergesst es. Ja, also Feedback entweder an Mona oder an Kitty. Andere Feedback-Kanäle sind bei uns zu. Zweiteren gerne mit Geld beschenken, geschenken und beachten. Ja, Max gibt dann seine Kontonummer direkt durch. Nee, ist ja für Kitty dann. Achso. Ja, für Kitty. Okay. Die Beanstalk-Millionen liegen ja nicht in unserer Hand. Ja. Das wäre auch fahrlässig, wenn wir die Verfügung darüber hätten. Ja, ja, dann würden wir uns noch Hubschrauber kaufen oder so. Ja. Würden wir jetzt mal live aufzeichnen und würden wir uns an einem neutralen Ort treffen. Ja, alle, jeder mit seinem eigenen Hubschrauber. Ja. Und dann hört man im Hintergrund auch immer noch die Rotoren. Weil es lohnt sich ja nicht, die auszumachen. Ja. Ja, es lohnt sich ja nicht, die auszumachen für die zwei Stunden. Ja. Jo, gut. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.